dass das dann die Teamwertung entscheidet, ja. Weil so haben wir jetzt, also jetzt haben wir wieder 30 Punkte Rückstand, das Ganze vergessen in den letzten zwei Rennen, also. Abu Dhabi, technisches Problem beim Boris, alles noch drin. Ja, aber bis jetzt gab es nur technische Probleme bei mir. Ich erinnere an das DRS, was nicht funktioniert hat, irgendwie, ja. Und dann irgendwie halt jetzt diese Scheiße, ja, wo keiner weiß, was es ist, ja, und das ist auch nicht gesagt irgendwie, ne? Also nicht, du hast ein Rad verloren oder sowas dann da, nee, du hast halt einen Defekt. Der Typ hat mir auch gar nichts gesagt, ne? Der zeigt es halt irgendwie nur an, ja. Muss auch das halt nicht lenken, dann für eine Runde. Weißt du, wie die Boxen das durch, um deinen Zeitstrafe abzusitzen, dann geht's wieder. Na ja, gut. Und halt irgendwie. Ja, meistens. Also, mir ist es Wurst. Es ist halt nur schade für die letzten zwei Rennen, weil das ist jetzt natürlich anspruchslos. Naja, da. Nicht aufgeben, das ist alles noch drin. Aber die haben den ja auch vorherige Druck hier, ne? Volki. Hm? Ich bin doch. Ich hab doch es sind ungefähr 16 Leute an mir vorbeigefahren, welcher dann mich gedreht hat. Nee, du warst dann Zweiter. So, und ich war. Nee, ich war Erster schon in dem Moment. Im Moment war ich ja Erster. Ich bin mal Olli vorbei und dann war ich vorne und dann kam halt dieser Defekt. Nee, weil. Ja, aber ich war ja dann direkt hinter dir und hab dann die Kurve bisschen... Ach stimmt, du warst hinter mir, genau, ja. Genau, und ja, stimmt, bist du auch mal vorbei, genau. Überholt. Aber ich hab dich jetzt nicht berührt. Ja, das hat mich überholt, als ich mich gedreht hab. Da war ich ja noch vorne, als ich mich gedreht hab. Oh, okay. Ja, da war ich vorne, also da bist du dann auch gerade vorbei. Ich hab mich im Rückspiel gesehen. Und dann bin ich halt in die Kurve nicht reingekommen, ja. Ja, also ich war direkt hinter dir. Hinter Boris. Hinter dir, Christian. Nee, du warst hinter Boris dann, weil der Boris. Also du hast dich unmittelbar vor mir gedreht und ich hab gedacht, jetzt ist für mich alles vorbei, weil ich ras in dich rein. Und da bist du durchsichtig geworden, glücklicherweise. Das stimmt, ich bin auch durchsichtig geworden. Was natürlich auch merkwürdig ist, finde ich. Warum werde ich denn auf einmal durchsichtig? Nur weil du krachst du doch in mich rein. Ja, war Glück. Oder war meine richtige Tastenkombination, die der Boris mir vorher gesagt hat? Das besteht ja nur meine Theorie, dass es irgendwas ein Defekt am Auto war, der nicht geklärt ist, ja. Und ich meine, was passiert ist auch egal. Also wir können es auch so weitermachen. Das ist halt schade für die letzten beiden Rennen. Schreibt mal an. Ich habe jetzt echt so einen Ehrgeiz gehabt, irgendwie, dass wir dann vielleicht noch die Teamwertung bekommen, ja. Und das ist jetzt halt gegessen. Also die letzten zwei Rennen, die fahren wir jetzt dann halt einfach, ja. Halt schade. Wie viele Punkte gibt es denn theoretisch noch zu holen? Also der erste kann 75 Punkte noch holen, richtig? Also jemand, der jetzt die nächsten beiden Rennen gewinnt, kriegt einmal 25, einmal 50. Das sind schon 75 Punkte. Und der zweite kann 2x 18. Nee, er kann ja auch dann doppelte Punktzahl. 36 und 18, richtig? 54. Ja. Da ist schon noch ganz schön viel, was da noch sich bewegen kann. Ich bin ja schlechte Mathe, ihr wisst es ja. Drin. Das heißt aber, wenn jetzt ja dann ausfallen würde, dann wäre das so. Das ist aber nicht der Fall, dass das Ding haben. Ja, nein. Also mit der dritte. Machst du 21 Punkte allein. Kann ja sein, dass du allein mit dem total kaputt fährst, dein Auto, und dann startest du von 22. Ja klar, das kann natürlich auch alles sein, ja. Aber nichtsdestotrotz ist halt jetzt wollen wir eine Woche dann warten auf die nächsten beiden Rennen, ja. Ist natürlich für mich kein Ehrgeiz, jetzt da groß zu trainieren, weil, also, ich meine, die Fahrer-WM ist relativ sicher dann da, ne, und Team-WM ist halt sehr unwahrscheinlich, sagen wir so. Also einfach chancenmäßig gerechnet dann da. Ist aber auch Wurst, wir machen es halt einfach so. Ja, es ist halt das Problem, was ich dann wiederum sehe, ist, dass halt, wenn wir es anders machen, dann sind zwei Leute total demotiviert, weil wenn wir jetzt das wiederholen, Dennis nicht in Boris nicht in Erster und Zweiter geworden, wir würden jetzt in der Wiederholung im schlimmsten Fall vielleicht sogar einer ausfallen oder sowas, dann haben halt die beiden auch überhaupt keine Lust mehr, die nächsten beiden Rennen zu fahren. Also die Wiederholung könnte im schlimmsten Fall zwei Leuten den Spaß verderben, während jetzt halt es eigentlich ja nur... Wir machen es auch nicht nochmal neu, das meine ich ja gar nicht. Es nervt mich halt nur, dass irgendwie so ein Scheiß da bei dem Spiel ist. Es nervt mich, dass da irgend so ein Bug ist irgendwie, ja, wurde sonst auf der Xbox, ja. Und dann sagst du irgendwie, ist halt Kacke. Ja, das sehe ich genauso, aber... Ich meine, es war lustig, ich habe da halt irgendwie Leute überholt dann da, aber halt nicht euch. Das Ding. Es wäre tatsächlich, weil Boris war ja richtig schnell auf der Strecke. Das habt ihr in Zeiten gesehen. Also es wäre ein richtig schöner Zweikampf da vorne geworden, ja. Ja, ja. Das nervt mich halt ein bisschen. Weil das sind so die Rennen, wo ich mich halt nachsehen. Das hat mir diese Boris Sonntag war tatsächlich Rennen, schneller. Haben, ja? Ja, wir lassen es jetzt auch so. Ich meine, das ist halt echt Kacke halt für die Teamwertung. Ja, weiß noch nicht. Also für euch nicht, aber für uns. Nicht, dass ich. Minimal, ja.
Also drei Punkte oder so hast du wahrscheinlich aufgeholt. Ich schätze eben mal, wenn ich eben gerade 5, also 7 Punkte gewonnen habe und jetzt gerade 10. So. Oder? Wie viel krieg ich denn überhaupt für den 5.? 10. Ja. Also 15, 7, 8 Punkte aufgeholt. 8 Punkte. Ja, es sind nur noch 72. Ja, das ist ja Wurst. Es geht mir ja gerade ums Team. Also ich für mich muss mal sagen, für mich war das, ich habe das Optimum rausgeholt. Also ich habe 3 Kollisionen verschuldet, zigmal abgekürzt. Bin immer noch 8er geworden. Ja, nee, denn es freut mich. Als 17er gestartet, war ich nach 2 Kurven auf einmal 3er.